Ich denke, wir haben jetzt einfach den Schwung aus den letzten Spielen mitgenommen. Und heute haben wir es halt mal fast über 90 Minuten gezeigt, was wir können, dass wir gut den Ball laufen lassen können. Ich denke, am Ende kann man auch noch höher gewinnen, wenn man die ein oder andere Chance macht. Aber ich denke, 4-0 ist schon eine Hausnummer. Ja, ich denke mal, in den Spielen davor, in den letzten beiden, wo wir schon gewonnen haben, haben wir schon von Beginn an immer eine gute Leistung gezeigt. Leider dann nach der Führung sind wir immer ein bisschen Faden verloren, haben wir nicht mehr so konsequent gespielt. Ich denke, von heute war es so, dass wir wieder einen richtig guten Start hatten, früh in Führung gegangen sind, diesmal auch mit 3 Toren. Also perfekter Start, und dann war es wichtig, dass wir das auch durchziehen bis zum Ende vom Spiel. Haben wir geschafft, hätten wir auch 1, 2, 3 Tore mehr schießen können. Aber dennoch, denke ich mal, von Anfang bis Ende eine souveräne Leistung von uns. Klarer Sieg, 4-0. Für mich persönlich 2 Vorlagen auch top, aber ich hätte auch noch 2 Tore machen können. Leider hat es nicht ganz geklappt, aber wir wollen jetzt einfach den Schwung mitnehmen. Haben jetzt 3 Siege in Folge und mal schauen, ob wir vielleicht eine kleine Serie starten, wie letztes Jahr. Wir haben auf jeden Fall nächste Woche ein richtig geiles Spiel gegen den Tabellenführer aus BRK. Und da wollen wir auf jeden Fall auch wieder eine ordentliche Leistung bringen und mal schauen, was möglich ist. Auf jeden Fall die Ballsicherheit, den Zug nach vorne. Ich denke, wir haben jetzt in den letzten Spielen auch immer gezeigt, dass unsere erste Chance drin ist. Wenn wir das beibehalten, dann steht dem guten Start in ein Spiel halt nichts im Weg. Und dann müssen wir es halt auch gegen Top-Mannschaften zeigen, dass wir dem auch gewachsen sind. Ja, und dann einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung, und dann geht da auch was.